Leute, grüßt euch wieder bei Minex One bei YouTube. Wie ihr hier schon seht, ein Gaming-PC, da heißt es mal wieder Level Up. Ja, wir schauen uns diesen Gaming-PC natürlich einmal an, welche Hardware hier verbaut worden ist, warum wir die Hardware verbaut haben und wie zum Schluss natürlich das Fazit aussieht. Aber alles erst nach dem 360-Grad-Rundumblick. Es ist soweit, als erstes natürlich immer Gehäusezeit und hier schon mal einen Daumen hoch, schlicht schwarz, ist einfach mein Ding. Ja, wir haben hier das Lianli Landcool 215. Was macht dieses Gehäuse so besonders? A, natürlich einmal die Größe, das kann ich wirklich nur empfehlen. Baut man wirklich einen großen Rechner mit einer großen Grafikkarte und einer Wasserkühlung? Leute, nehmt lieber ein Gehäuse, was einfach einen Tucken größer ist. Es ist viel angenehmer, das zu bauen. Aber der Clou an diesem Gehäuse sind die 2x200 mm Lüfter. Leute, das sind solche Teller. Und die drehen nur mit 800 Umdrehungen. Das ist also wirklich wenig. Und dadurch, dass sie so groß sind, haben wir hier einen super Luftstrom. Das heißt, wir drücken die Luft einmal hier rein, durch die Wasserkühlung wieder nach oben raus und nach hinten raus. Und so haben wir auch nie Probleme, was Hitze angeht. Was haben wir hier für einen CPU verbaut? Wir haben hier einen Intel, hoppa, einen Intel i5, einen 13400F. Der hat 10 Kerne, 16 Threads und boostet auf 4,8 GHz hoch. Das ist also wirklich satte Leistung für eine gute Gaming-Maschine. Deswegen kommt der hier zum Einsatz. Wir haben diesem Gaming-PC eine Menge RAM spendiert. Wir haben hier 32 GB eingebaut. Wie man hier sieht, laufen die im Dual-Channel, das heißt 2x16 GB. Und das ist der RAM von Kingston Fury, 3200 MHz. Damit haben wir auf jeden Fall für die nächsten Games genug Luft nach oben. Aber wie sieht es mit unserem Festplattenspeicher aus? Ja, wie wir hier sehen, haben wir auch zweimal Kingston verbaut. Einmal 1 TB. Als M2, der sitzt natürlich hier direkt auf dem Mainboard drauf, das sind diese Riegel. Da haben wir unser Windows drauf, es bootet ratzfatz, besser geht's eigentlich nicht. Und natürlich einen zweiten M2 VME verbaut, der ist unter der Grafikkarte, 2 TB für die Games und auch da haben wir dann definitiv genug Platz. Das Mainboard in diesem Gaming-PC ist ein Gigabyte B760 Gaming X AX DDR4. AX, weil wir direkt WLAN an Bord haben. Das war hier einfach eine gute Sache, so brauchen wir keine Karte einsetzen. Ja, und dieses Mainboard bietet einfach alles, was wir brauchen. Wir haben hier ein ATX Mainboard. Es ist natürlich ausgelegt für ein Intel CPU. Wir haben hier genug Anschlüsse, 5 Volt, 12 Volt, Lüfteranschlüsse, PCI Express 4.0 und wir können 3 M2 draufsetzen, das ist also wirklich viel. Wir haben jetzt 2 drauf, das heißt, wir haben noch einen Steckplatz frei und könnten es theoretisch sogar noch erweitern. Wie kühlen wir jetzt natürlich unseren Intel i5 natürlich mit einer Enermax Aqua Fusion ADV? Das ist eine 240 mm Wasserkühlung. Die ist natürlich ARGB gesteuert und ADV ist die neue Variante. Da sind natürlich auch schon die Belüftungsringe, ich sag's mal so, RGB gesteuert. Die haben wir direkt hier verbaut, ist eine komplett fertige Wasserkühlung. Ich finde, die sieht einfach gut aus und hat genug Kühlleistung für unseren Intel i5. Das alles Entscheidende an meinem Gaming-PC ist natürlich die Grafikkarte. Und was haben wir hier verbaut? Eine GeForce RTX 4070 Ti von PNY. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Es ist eine 12 GB Variante und damit haben wir natürlich wirklich Luft nach oben. Ich würde sogar sagen, die Karte ist dafür ausgelegt, dass wir alles in 4K spielen. Es gibt aber auch immer eine Krux an so einer Grafikkarte und das ist A, einmal die Größe. Also so eine Grafikkarte wiegt fast 2 Kilo. Deswegen kann ich da nur empfehlen, einen Grafikhalter mit zu installieren, um die Grafikkarte natürlich zu stützen. Und damit man diese komische Angel nicht benutzt, bestellt euch einfach dazu noch ein neues Kabel und schließt es direkt hinten auf dem Netzteil an. Und dann ist alles safe.
Welches Netzteil haben wir benutzt, um natürlich alles mit Strom zu versorgen? Wir haben uns hier für ein Be Quiet entschieden, das Straight Power 11. 750 Watt reicht hier locker aus. Das ist ein modular aufgebautes Netzteil, das heißt, hinten die Kabel sind nicht fest installiert, sondern man braucht nur die nehmen, die ich auch wirklich benutzen möchte, und dann habe ich auch weniger Stress beim Verkabeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Be Quiet habe ich einfach gute Erfahrungen gehabt. Deswegen kam dieses Netzteil zum Einsatz. Kommen wir zum alles entscheidenden Fazit bei so einer Gaming-Maschine. Also wer sich so einen Computer kauft, der hat natürlich auch Lust in 4K zu spielen. Und genau dafür ist das Ganze auch ausgelegt. 32 GB RAM, eine 4070 Ti, ein 10-Kerner Intel i5. Das natürlich leistungssatt nach oben. Aber natürlich die Krux bei so einer Geschichte ist, dann ist natürlich so ein PC auch nicht mehr wirklich billig. Aber ich würde sagen, wer Bock drauf hat und Lust hat, der soll sich so einen PC holen. Von mir kriegt der auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und damit bin ich raus, Leute. Schreibt mal ein paar Kommentare, lasst ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.